Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde The Infected mit Voucher, mit Nameless und mit euch. Weiter geht's. Materialien sind wieder vorrätig. Heute können wir einiges machen, um unserem Nameless das Leben zu erleichtern. Ich habe Holz, ich habe Bretter besorgt. Ich komme eigentlich auch gerade eben zurück von meinem kleinen Ausflug, die Extraktoren mit Sprit zu füllen. Wir werden uns jetzt immer an ihm hier orientieren. Wenn der leer gelaufen ist, müssen wir mit neuem Sprit einmal die Runde machen. Und bei der nächsten Runde werde ich auf jeden Fall den zweiten Aluminium zum Spot 1 bringen oder umgekehrt, weil die müssen ja nicht an zwei verschiedenen Spots liegen. Und dann gucken wir mal, ob wir mit dem großen Rucksack und mit unserer Kiste zwei Stück heimholen können. Es kann vom Gewicht ein bisschen knapp werden. Vielleicht werde ich mir einen Steinmischer oder sowas in der Nähe aufbauen, ne? So, hier sind wir tatsächlich momentan so weit. Die werde ich jetzt wieder mit Fisch befüllen, sodass wir bei der nächsten Runde wieder genug Treibstoff haben. Und es gibt eine weitere Kiste oben. Und da werden wir uns heute wahrscheinlich hauptsächlich aufhalten. Ich habe ja hier ständig Überschuss. Ich brauche das ja nicht mehr alles, ne? Ich werde in Zukunft wahrscheinlich sogar nur noch hier kochen. Ja, und diesen Fruchtsalat machen. Das reicht ja zum Auffüllen der Werte. Außerdem gibt es Punkte. Und alles, was an Überschuss da ist, fliegt zukünftig hier in eine Kiste rein. In diese und kann hier auch nochmal durchspoilen. Und sobald wir die Gewächshäuser fertig haben, machen wir heute, sorge ich dafür, dass hier die Pflanzenkübel, an denen ich natürlich immer wieder parallel arbeite, dass die fertig werden, dass wir einen Überschuss an Kartoffeln produzieren. Die kosten nicht viel Platz. Und dann können wir hier oben nämlich aus Gemüse eine Kartoffelkiste machen. Ne? Problem ist halt, dass die über eine Stunde Spoiltime haben. Aber parallel kann es ja mitlaufen, weißt du? So, und ich würde gerne heute mit euch das Gewächshaus machen, weil das hier wird eher eine Küche. Das wird eher eine Küche. Da werden wir den Herd reinstellen, den wir hier draußen momentan platziert haben. Wir werden hier drin den Kühlschrank stellen und die Wasserpumpe. Das wären so die Sachen, die ich als nächstes gerne haben würde. So, mal kurz aufgestoßen und weiter geht's. Guck mal, hier habe ich auch schon Material hingelegt. Gehen wir einfach los. Durch das, dass ich Erze besorgt habe, haben wir unten auch sehr, sehr viel schon durchlaufen lassen. Das heißt, wir können heute tatsächlich ein paar Sachen mal fertig bauen. Das nächste, was wichtig wäre, ist dann den Strom aufbauen. Hier die nächsten vier Windräder müssen wir machen. Und natürlich mal den Zaun zum Beispiel hier fertig, dass ich nicht ständig runterfliege. Außerdem sieht es auch schön aus. Okay, holzscheitmäßig ist alles klar. Wir brauchen jetzt 8 Kupfer, 30 Glas und 60 Bretter. Dann würde ich sagen, wir zischen schon mal runter. Die 60 Glas habe ich schon durchlaufen lassen. Aber ja, hier übrigens, da bin ich gerade dabei, aber keine Angst, das ist jetzt nicht so, dass ich es angezeichnet habe nur. Das ist nur mal, dass ich ein bisschen ein Gefühl von der Räumlichkeit her bekomme, wie ich das am Ende haben will, ja. Ob ich die Regale so mache, dass man dann so reinläuft, hier zwischen die Regale vielleicht dann die Klamotten aufstelle hier, weißt du? Da möchte ich eine Berandung machen, eventuell mit diesen Ständern, die wir dann schön voll machen mit Werkzeugen. Dann brauche ich nur ins Lager Sachen rausholen. Das werde ich aber hier noch ein, zweimal umbauen, einfach weil ich noch nicht sicher bin, wie ich es haben will und ich es mir so besser vorstellen kann, ne? So, das wird dann das große Lager werden. Weil irgendwann ist das Spiel so weit durch, dann hat man alles gebaut, dann gibt es eigentlich nur noch die Lager zu füllen, weißt du? Oder halt eine neue Zwischenbase oder so zu bauen. Wobei ich da momentan keine Lust habe. Mir gefällt meine Hütte hier recht gut. Jetzt pass auf. Wie weit waren wir denn hier? Das muss ich jetzt erstmal alles versorgen, geschwind. Das war der letzte Eck, der durchläuft. Ey, wir haben auch momentan einen Haufen Kohle. Also es lohnt sich wirklich mit den ganzen Extraktoren. So, zieh dir das rein. Aluminium ist da. Dann habe ich hier als nächstes den Kobalt. Den würde ich noch gerne durchlaufen lassen. 3, 6, 9, 10. Müsste genau aufgehen. Wahnsinn. Was aber eher Zufall ist, dass es genau aufgeht. So, dann läuft die Geschichte durch. Du ist nur noch mit Kohle gefüllt. Das ist unser Gewächshausglas. Und hier draußen war ich auch parallel immer schön fleißig. Na? Da müssen wir demnächst mal eine Fuhre Lehm zusammenholen. Oder hey, die Öl, ich habe noch Ölkännchen, ne? Der kommt zum Schluss dann. Wenn ich noch eine brauche, ziehe ich lieber die Sachen vor, die uns jetzt helfen oder helfen würden. Ja, siehst du, ich habe keine Dinger mehr. Schade. Das sind auch schon wieder 10. Da können wir vielleicht mal demnächst eine kleine Aufwerttour machen. Dann lohnt sich das auch. Die machen wir jetzt hier dazu, die ich im Umland einsammle. Die sind auch wieder gefüllt. Alles klar. Geh mal hoch, bring mal unser Glas hoch, Leute. Hier müsste eigentlich normalerweise noch ein Ding hin und da komme ich jetzt nicht dran wegen den Ständern da bestimmt, oder? Jupp, das müsste dann nochmal umgesetzt werden. Ich will nämlich hier ganz viele Sticks sammeln. Die könnte man natürlich auch hier rüber stellen einfach. Wenn wir Glück haben, passt es hin. Wenn wir Pech haben, muss ich den Zaun nochmal erweitern. Kann am Zaun liegen, oder? Aber eigentlich nicht. Vielleicht liegt es an der angezeichneten Tür. Wenn nicht, muss ich mal außen einloggen. Komm mal her, ich mache mal da kurz 7 Bretter rein. Wobei ich mit Brettern vorsichtig sein muss. Weil wir nämlich oben 60 Stück brauchen.
So, das werden wir jetzt aber gleich rausfinden. Läuft nicht. Muss ich nochmal ran. Muss ich nochmal ran. Ist aber auch nicht wirklich wichtig, weil es im Prinzip tatsächlich geschwind draußen rein. Doch, ich muss nochmal ran. Da muss auf jeden Fall irgendwann ein Teil hin. So. Meine Lieben, gehen wir hoch. Fangen wir an mit Glas, würde ich sagen. Und dann mit den Brettern, oder? Wie viele Bretter ich wohl tragen kann. Und den Zaun möchte ich unbedingt bald haben. So, einfach mal hier hingestellt. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf, dass wir das hier fertig bekommen. Jetzt pass auf, das hätte ich gar nicht gebraucht mit der Kiste, oder? Aber so lerne ich es fürs nächste Glasprojekt. Guck mal, kann ich alles tragen, oder? Ja, hätte auch so geklappt. Hätte ich es alles in einem Rutsch holen können. Aber egal. So, noch 10 Stück. Die nehme ich natürlich gleich jetzt ins Lager mit, würde ich sagen. Zum Schwager ins Lager. Da dumm, da lebt, da dumm. Das ist nämlich jetzt erledigt, das Thema. Schawüppel. 10 Stück nur noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder könnte ich eventuell schon mit Bretter auffüllen? Ich lade mal ein. Solange ich sie tragen kann, ist ja alles gut, oder? Und weiter geht's. Erstmal, was wir nach Gewicht können. 1, 2, 3. Okay, ich bin voll. Also, mein Dasch. So, Leute, dann haben wir heute unser. Ja, da müssen wir natürlich den Kühlschrank bauen, weil ich habe nämlich gemerkt, wenn ich hier am Kochen bin und dranbleibe, habe ich einen Überschuss und den würde ich gerne in den Kühlschrank legen. Einfach so als Reserve, weißt du? So, Bumsti. Hat der parallel Glas und Bretter gleichzeitig rein? Noch 30 Bretter, dann ist die Kiste fertig und 8 Kupferbarren. 30 Bretter und 8 Küpferlen. Schalalala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paar Ränger, die bringen wir schon mal hoch. Ach schön, was haben wir denn eigentlich? August. Ah ja, dann gruscheln wir uns jetzt hier gemütlich die Sachen ran, die wir haben wollen. Soll ja alles einmal gebaut sein am Ende. Kann ich jetzt normalerweise die Bretter einfach durchklicksen hier, bis ich meinen Rucksack voll habe, oder? Wobei ich mich jetzt ein ganz kleines bisschen 10, 15, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 7, 8, 9, 10. Das war's. Und wir haben immer noch einen Haufen Bretter übrig. Also wir könnten heute mal richtig schön irgendwas reinhauen hier oben. So. Da. Auch hier nochmal der Hinweis, weil gefragt wurde, man braucht keine zwei Gewächshäuser, um zu überleben. Man hat aber zwei, wenn es so aussehen soll. Schöne Geschichte. So, du kommst mit, dann muss ich dir nachher ein Stückle Kohle holen, ne? Ah, der Topf muss runter dann, okay, weiß ich da Bescheid. Und Pfannen und Töpfe müssen wir auch nochmal bauen. So. Hallo? Die muss man so einsammeln. Die eine so, die andere so. Ah ja, gut. Hauptsache es läuft. Kurz mal gucken. Jetzt müssen wir nämlich gleich ein bisschen anzeichnen. Ich hätte ja gerne den Herd hier so gehabt, dass der eine Holzbalken. So. Und dann haben wir ja für die Küche auf jeden Fall vor, das Waschbecken zu platzieren und den Kühlschrank, ne? Oh, das Waschbecken ist cool. Wenn man das als. Wir machen uns hier so eine Art Pantry-Küche oder wie das Teil heißt. Ist ja, was ich meine, dieses kleine Küchending, wo alles in einem ist. Ich muss nur ganz kurz gucken, wie groß die Elemente sind. Schön, wie die Windräder hier zu sehen sind. Cool. Die laufen aber nicht synchron, gell? So, pass auf. Weiter geht's. Platzierbar. Essen. Kühlschrank. Naja, das wird so meine kleine Kochnische. Kühlschrank hätte ich noch ein bisschen weiter rüber machen müssen. Ah ja, ist doch super. Ist doch super. Ich hoffe natürlich, dass die Spüle hier oben funktioniert, aber ich glaube schon. Essen, Kühlschrank. Ja, so in etwa. Da mittig. Ja, sauber. Das gefällt mir. Das kommt wieder weg hier, weil die gucken nämlich unten ins Lager rein sonst. Kleine Kochnische. Und hier werden wir natürlich entsprechend. Jetzt muss ich mal gerade kurz überlegen, ob wir das alles in eins machen. Gib mir mal den Zubereitungstisch kurz mit rüber. Weil, warum nicht, ne? Dann hätten wir hier eine komplette Küche. Dann können wir da drüben natürlich entsprechend mit Beeten aufbohren. Oder
uns diese zweite Kiste hier zum Beispiel, dass wir uns die reinholen. Er sitzt nicht ganz mittig, soll er ja aber auch nicht. Das können wir auch machen. Dann machen wir hier gar nicht lang rum. Dann lassen wir das hier erstmal so und machen da drüben noch entsprechend ein kleines Beteck hin. Das passt. Pass mal auf. Gehen wir mal ganz kurz platzierbar. Lager. Ich muss nur mit einem Ohr so ein bisschen hinhören, weil die Zombo-Mombos sind angeschaltet. Wie habe ich denn das da drüben angefangen? Die habe ich dann hier so. 2, 4. Ja, komm, das machen wir. 1. 2. Das ist ein bisschen. Geht aber. Ich kann es ja nachher noch schön rucken. Dann haben wir hier nochmal 4. 5. Dann kann ich mir eine Kartoffelfarm machen. Zum Spoilen lassen, weißt du? Beispiel. Dann machen wir in ein Gewächshaus rein, was wir tatsächlich brauchen. Und ins andere machen wir nur Kartoffeln. Mittig. Mittig. Fertig. Das wird meine Kartoffelecke hier. Wenn es nicht reicht, kann ich sie hier noch erweitern. Ja, schön. Pass mal auf, was ich nämlich nicht weiß. Das Spülbecken. Das Spülbecken. Steht denn da dabei? Stellt sauberes Wasser bereit. Aluminium 4, Bretter 10, Kupfer 2. Komm, die bauen wir. Aluminium 4, Kupfer 2. Und 4 Bretter waren es, glaube ich, gell? 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich nochmal reingucken. Dafür haben wir ja das Ding platzierbar. Essen, Scharpülbecken. 4 Alu habe ich, 2. 10 Bretter waren es. 10 Bretter waren es. 2 und 4 Alu. Jetzt habe ich es. 1, 2, 3, 4. Wahrscheinlich fehlt uns jetzt nachher an anderer Stelle das Aluminium, weil ich habe irgendwas abgezählt. Ich habe nur vergessen, was. Irgendwo tänzelt der bestimmt schon rum, der Kollege. Naja, der wird sich schon melden. Guck mal, wie schön das jetzt aussieht. Mir gefällt es. Nur, dass die Dinger hier unten durchgucken, mag ich nicht so. Hier die Poller. Das werden wir halt wegmachen. Das passt aber auch, wenn wir ganz ehrlich sind, hier nicht wirklich hin. Das gehört hier nicht hin. Ich werde es mal da runterstellen und später irgendwo anders hinbringen. Ach Gott, ist das ein schönes Eckchen geworden. Und die will ich auch noch fertig machen, die zwei. Dann können wir sie bepflanzen, ne? So, liebes Spülbecken. Bin ja auch mal gespannt. Wasser nehmen. Pass mal auf, ich trinke das mal weg hier. Ich leere das jetzt mal aus. Ah, die Pumpe brauchst du vorher. Alles klar. Ihr habt es ausgeklärt. Hä, da müssen wir die Pumpe bauen. Die gehört ja eigentlich dann für mich ins Stromhäusle mit dazu, aber die werden wir wahrscheinlich nicht auf den Boden bauen können, oder? Wir gucken mal ganz kurz. Platzierbar, sonstiges. Doch, die kann ich ja auch hier reinsetzen. Ah ja, dann setze ich doch die hier. Wir hatten doch hier eine Mitte, oder? Ich muss kurz gucken. Ich kann die doch da reinsetzen zum Elektrozeugs, ne? Wasser und Elektrizität ist doch immer ein Garant für Spaß. So, guck mal. Wollen wir die, aber die braucht 100 Strom und da müssen wir erst eigentlich Strom oben vorziehen. Ja, aber das ist doch super. Dann mache ich das Häusle nämlich hier etwas höher. Weil die guckt ja bestimmt da oben raus, oder? Wir nehmen mal so eine Ceiling. Sind eigentlich hier im Spiel Deckenelemente, ne? Ich habe immer gedacht, das sind so Ceilings. Weil sie halt auch als Unterboden nehmen kannst. Nee, müssen wir höher machen. Aber ist okay, komme ich damit zurecht. Also wäre unser nächster Deal. Unser nächster Deal wäre Strom. Müssen wir kurz gucken, wie viel kriegen wir denn zusammen? 80 haben wir laufen ohne die Solarzelle. Das wären 40 Aluminium, die habe ich nicht. Aber wenn wir den nächsten aufbauen, können wir einen Testlauf machen mit 100 für die Pumpe, ne? Können wir ja, wir bauen hier erstmal aus, dass wir das nicht vernachlässigen. Ah ja, und die Töpfe und das Ding muss ich wieder oben drauf stellen. Kobalt ist voll, dann haben wir da oben praktisch die Möglichkeit. Ich weiß nur nicht mehr, welches ist das Kobaltregal hier. Schon mal ein bisschen wegräumen. Dab, dab, da, dab, di, dab, da, dab. Da, weil die Lichter kann ich ausmachen und dann habe ich 100 Strom. Und da der Ölsauger noch nicht fertig ist, passt doch das. Okay, ich habe alles verholzt. Was brauchen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir machen mal wieder ein bisschen normale Mats. 2, 4, 6, 8, 10. Ey, Alter, manchmal. Wenn du das eine Weile täglich machst,
Dann klickst du, ohne zu zählen, die richtige Menge. Freng. Oh komm, hau die kurz hier rein. Freng. Also gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir bauen mal zwei auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gewichtstechnisch, jo, die hauen wir schon mal ran. Ja, dann kriegen wir vielleicht die Pumpe als nächstes Projekt fertig. Und wenn uns heute die teuren Mats ausgehen, kein Problem, wir haben noch Holz hier oben anzubringen. Also 10 für dich und 10 dafür. Und jetzt brauchen wir Eisen, Kupfer und Kobalt jeweils 8 Stück. Mein Freund! Mein Freundle, wo bist du? Meistens, wenn es so ist, ist er hinter dir. Ne, der war auf der anderen Seite. Bevor der mir die Base schrottet. Hallo? Haha, Servus, Rüdiger. Kommt die Nacht, kommt der Kollege. So, unsere Werte sind momentan auch richtig gut, ne? Weil ich ja ständig beim Vorbereiten der Folgen essen und trinken muss und nur noch die guten Sachen nehmen. Weißt du? Hallöchen. Sieh, ich muss nicht mal mehr raus zum Federn farmen. So kommt mir das Spiel entgegen. Was ist denn hier noch drin? Auch Kohle. Hey, wir haben so viel Mats. Also, pass auf, pass auf. Die haben wir schon drin, glaube ich. 1, 2, 3, 4 für den einen. 1, 2, 3, 4 für den anderen. Ich nehme sie, glaube ich, von oben raus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3. Mist, da brauche ich noch 5. Kann ich da überhaupt noch laufen? Wenn nicht, laufe ich langsam hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, ist halt Wahnsinn, wenn man den großen Rucksack hat, ne? Ey, dann haben wir jetzt 100 Stromski-Momski. Läuft. Läuft. Bis das Stromhäuschen fertig ist, ziehe ich die darüber, weißt du? Habe ich mir überlegt. Das stören sie nicht. Der sitzt jetzt falsch rum, der Säckel. Komm her. Ich hab die falsch schon hingesetzt. Burschall. Bärschle. So. Ja, setzen wir mal dahin. Und Mr. Ibchen dahin. Und flupp. Komm, wir checken es gleich mal gegen. Das heißt, ich habe jetzt 100 Strom. Dann müssten wir die Pumpe einmal zum Laufen kriegen. Müssen natürlich dann noch mehr bauen. Das wird das Hauptthema am Schluss, ne? Der kommt dann auch rüber ins Stromhäusle. Eingangsstrom 160. Ausgangsstrom 20. Verfügbar 40. Habe ich mich verzählt? Generiert durchgehend 20 Einheiten Strom. Zwei habe ich gebaut, vier hatte ich, sind sechs. Müsste mal bei 120 liegen noch. Ich habe bestimmt irgendwo einen Denkfehler drin. Ah, stopp. Ja, wir haben ja noch die Zelle. Die Zelle gibt es hier auch noch. Ja, aber das reicht ja schon mal. Da können wir jetzt eigentlich das Pümple aufbauen, oder? Was brauchst denn du so? 12 Holzscheit. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an, Leute. Der war ja gerade erst da, der Zombie. Da habe ich ein bisschen Zeit. So. Schöne Geschichte. Dann kriegen wir heute einiges fertig. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich echt gerne ein bisschen Zaun oben mal anbringen. Und vielleicht über unserem Häuschen diesen kleinen Ausguck mit dem schönen Schrägdach. Wobei ich glaube, fürs Schrägdach brauchen wir auch Zementzeugs oder irgendwas. Das sind 5, dann kann ich noch einen kleinen. Komm her, da fahren wir rüber. Da fahren wir rüber. Da fahren wir rüber. Und Fisch muss ich nochmal besorgen, ordentlich. Und wahrscheinlich kriege ich sogar den Kühlschrank bis vor den Winter. Dann hätte man eventuell die Möglichkeit, aus dem Kühlschrank zu leben, den Winter. Müssen wir mal gucken. Okay, 12 und 11 habe ich, gell? Muss ich nochmal eine kleine Geschichte gleich abbauen? Hoffentlich geht es, wenn der nicht direkt auf der Erde sitzt, weißt du? Wir haben ja in den Kommis schon mal philosophiert. Ich habe ja gefragt gehabt in der Folge und ihr habt mir auch geantwortet. Herzlichen Dank übrigens an der Stelle. Ihr habt gesagt, der steht bei euch auch unten. Ihr habt Gewächshäuser teilweise auch auf dem Dach. Und funktioniert, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob es auch funktioniert, wenn er auf einer Foundation sitzt. Weil eigentlich müsste der mit dem Erdreich irgendwie in Verbindung stehen, denke ich doch, oder?
So, da musst du jetzt tatsächlich kurz ausnehmen. Ich habe da hinten noch keine Schräge drin. So, einmal in die Säge. Weil ich habe, glaube ich, noch genug Ölkännchen. Deswegen ziehe ich das Projekt gerade vor, ne? 25 Bretter sollten kein Problem sein. Halt. Musst du dich ein bisschen besser hinstellen, glaube ich. 15. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hole eh wieder Mats. Gut, die Elektronikteile, das wird ein normaler Wort. 10 Aluminiumbarren kriege ich auch hin. Oh Scheiße, es wird knapp. Es reicht aber. Wir holen ja bald wieder Erze, ne? Vielleicht hole ich einen dritten Alu noch dazu. Aber irgendwann ist ja auch mal alles gebaut. So, die Elektronikteile, da müssen wir jetzt mal gucken, was ich für die brauche. Kann sein, dass wir dafür Alu bräuchten und das habe ich nicht. Haben wir Glück. Plaste, Kobalt und Kupfer. Acht jeweils. Ob ich so viel Plastik noch rumfahren habe? Jo. Wusst schon, warum ich es aufhebe. Kobalt. Zwei. Kupfer ist leer. Sechs Kobalt und acht Kupfer. Auf geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kobalt. Und die Kupfer. Und jetzt habe ich mein Pümpel schon. Jetzt schon? Achso, die Elektronikteile muss ich noch machen. Junge, Junge! Wollte gerade sagen. Moment mal, gucke ich ganz kurz hier rein, weil ich nämlich gar nichts gesehen habe, hat mir auch jemand in die Kommis geschrieben. Es gibt Biotreibstoff als Bundle, ne? Ich habe es immer einzeln durchkauen. Es gibt's. Habe ich nicht gesehen gehabt, aber dank den Kommis weiß ich es jetzt. So, pass auf. Eins, zwei, drei. Ja, passt doch. Dann hauen wir die kurz zusammen durch. Ihr seht schon, heute schneide ich weniger. Ich mache das immer so ein bisschen gemischt, ne? Manchmal mache ich Folgen, wo ich während den Folgen bisschen was offscreen einflechte. Und manchmal mache ich eine Vorbereitungsrunde wie heute, dass wir eigentlich alles da haben. Über den Daumen gepeilt. Manchmal vergesse ich ja auch was. Guck dir das mal an. Wamm. Wir könnten übrigens diese Lootrunden, die flechten wir noch ein. Weil das ist alles Material, was ich jetzt aus den Lootrunden zum Teil habe, ne? Haha, das ist ja eine geile Geschichte. Und ich kann es bewegen. So, Pumpe einschalten. Die läuft. Pumpe läuft. Jetzt wird es auch dunkel, dann fällt die Solarzelle aus. Ja, aber wir haben ja sechs Stück, ne? Ach, der Kühlschrank läuft oben auch schon? Nee. Nee, 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 das zeigt nur die Komponenten, die Strom bräuchten. Aber nicht welche direkt an sind, ne? Der Mischer mit 40, das sind die Sachen, die wir angezeichnet haben. Ja. Eingangsstrom 139, Ausgang verfügbar 18. Der brettert jetzt noch runter, wenn es dunkel wird. Ja, aber dann läuft die Wasserpumpe, dann können wir das Spülbecken testen, oder? Klar mal gucke, ob ich da jetzt frisches Wasser kriege. Alter, fließend Wasser! Und trinken. Ganz kurz einmal testen, ob das durchgehend da ist. Haja. Andere Frage. Jetzt müsste doch das Gewächshaus war doch auch. Muss ich mal kurz gucken, Leute. Pflanzen gehen hier im Winter nicht ein. Automatische Bewässerung, wenn ein Wasserhaus in der Nähe ist. Aber nicht zusätzlich. Das heißt, die bewässern sich jetzt von alleine. Dann pass mal auf. Dann pass mal auf, wir holen nochmal Bretter. So viel, wie ich tragen kann. Und dann machen wir unsere Kartoffelfarm schon mal. Für Treibstoff, ne? Weil. Ah ja. Und ich glaube, ein paar haben auch geschrieben, man muss die nicht durchgehend laufen lassen, oben die Pumpe. Ich kann noch. Jetzt ist fertig. Man muss die Pumpe nicht durchgehend laufen haben. Ne? Wenn die mal kurz angeschaltet ist, versorgt die mit Wasser einmalig. Und ich würde es aber gerne so bauen, mein ganzes Ding hier, dass ich alles laufen lassen kann, ohne dass ich es ausschalten muss. Ne? Das wäre so mein Ziel. Halt, die Kartoffelfarm kommt hier rüber. Ja, dann fangen wir hier an. Okay, einmal. Schön, da muss ich ja nur. Okay, das sind immerhin schon mal drei, aber die müssten ja jetzt dann automatisch sich immer bewässern, ne? Ist das gut? Das wird jetzt, da wird ein angenehmes Leben kriegen, der Gute, oder?
So, keine Sorgen mehr mit dem Wasser im Winter, keine Sorgen mehr mit dem Essen. Alles gut, macht sich von selber. Schön. Ähm, 25 Eisenbarren. Die habe ich bestimmt nicht mehr. Ich gucke aber trotzdem mal eben. 25 Eisenbarren. Nee, Eisen war momentan noch Mangelware. Da bin ich nicht so dahinterher gewesen, gerade aktuell, ne? Aber wir können ja wieder dahinterher sein, wenn wir das wollen. Guck mal, hier haben wir schon wieder die nächsten zwei. 1, 2, 1, 2. Oh, da habe ich ein bisschen unterschiedlich. Was liegt denn da? Ah, das sind noch zwei Alubarren. So, meine Lieben, dann muss ich aber jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass es jetzt tatsächlich, wenn du aufs Endgame hingehst, noch mehr Spaß macht. Lass uns mal ganz kurz gucken, ob ich nicht endlich mal drei Tuch, sechs Kevlar, ein Kupferbarren. Gehen wir mal kurz ins Lager. Warte. Die kannst du rüber machen. Das bringe ich gleich hoch. Das darf hier bleiben. Die kommen hier rein. Das kommt hier rein. Zwei Tücher. Sechs Kevlar. Den bauen wir uns jetzt. Habe ich eigentlich noch Energie? Jo, läuft. Läuft. Schön. Meine Lieben, das ist der Hammer, oder? Haben wir uns Verdienst entgeben. Schutz und Kleidung. Die sechs habe ich. Drei Tücher brauche ich und einen Kupferbarren. Drei Tücher. 15 Fasern, 25 Rindenmulch. 25 Rindenmulch. Und 15 Fasern waren es, glaube ich, gell? 15 Fasern. Oh, ich klick's es so durch. Das mit dem Ziehen macht gar keinen Spaß mehr, seit man so klicken kann, alles. 15, 15 und ein Kupfi. Ein Küpferle noch. Jetzt pfeift gleich wieder der Zombie. Ich merke es doch schon richtig, wie er gleich da draußen. Ein Kupfer. Und dann müsste das normalerweise die Tücher geben. Ne, die Tücher nicht. Den Rindenmulch ich musste draufpacken. Tücher hergestellt. Da haben wir jetzt dann echt den Helm. Endlich. Hätte ich die ganze Zeit schon bauen können, gell? Also an der Werkbank 3 Tuch, 6 Kevi. 6 Kevi, 3 Tuch und der Küpferle. Ja, wie gut. So. Haha, willkommen zurück. Haja. So, gehen wir nochmal hoch. Schön, freue ich mich. Sieht da bestimmt. Oh, scheiße, ich bin daneben geküpft. Hier lang. Samo, wo sind wir denn? Hier weiß ich, hätte ich schon noch gerne ein bisschen reinkauen, aber jetzt haben wir die Folge auch schon wieder fast ausgenutzt. Naja, hier sind es jetzt nur noch Bretter. 10 Elektronik und 3 Kupfer. Vielleicht schaffen wir das noch. Kupfer, Plastik und Kobalt. 10 Elektronik. Komm, wir gucken mal, was wir noch hinkriegen. Da müsste ich jetzt dann bald schon wieder mir überlegen, ob ich nicht kurz mal was esse. Halt, welcher ist denn der nächste, der kommt? Der da. 257, der da. Bäm. Bäm. Weißt du was? Komm mal her. Komm mal her. Wir pennen kurz, wir machen es uns hell. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Ich weiß auch nicht, ob schon wieder Blutmond ist, ne? Ich sollte ab und zu mal wieder aufs Schlafen achten. Nee. Läuft. 6 Uhr raus aus der Stub. Fertig, komm, das reicht. Aber pennen, damit es auch hell ist. So. Helmlichtmod aus. Wie ich es halt Helmlichtmod nenne. Ich weiß auch warum. Da ist noch so ein gewisses Spiel, das mir im Kopf rumsaust schon wieder. Subdubidubabdu. All 10 Stück waren es. Komm her, die Mama jetzt. Das kriegen wir noch hin, oder? Jo, wenn nicht, überziehe ich. Ist mir doch wurscht. Machen wir ein bisschen länger, Leute. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir die kurz hier rein. Damit da schon mal ein bisschen Platz ist. Dann haben wir den Fünfer hier. Stopp, das ist die Büchse. Nicht einschmelzen. Ich weiß gar nicht, ob das. Wird das gehen? Ne, wird nicht gehen. Gott sei Dank. Dann haben wir hier einen Fünfer. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In der Schule wird gelacht. Wie?
Was sehen meine trüben Äugchen? Brauchst du ein neues Kohl? Hier, ich kann es ja gar nicht, weil wir haben so viel Zeug. Hier. Das war zwar jetzt nicht geplant, aber das können wir ja trotzdem kurz verteilen hier. Mr. Sachsau und seine Brüder. Oh. Ja, da wäre ich auch sauer. Da wäre ich auch sauer, wenn du dran vorbeiläufst. Dankeschön, mein Freund. Was hat der uns jetzt gebracht? Bestimmt zwei Billigpfeile, oder? Steinpfeile. Also, komm her. Nicht lang rumeiern, sonst wird es tatsächlich zu lang heute. Electronic. Kupfer, Plastik, Kobalt. Alles in derselben Menge. 10-mal. Scheiße, das war mir klar. 6 Stück nur noch. Jetzt weiß ich auch wieder, für was wir Ölkännchen brauchen. Dann machen wir das Ding doch die Tage fertig. Ja, wir machen das. Wir müssen halt nur den Strom nachziehen. Sonst wird es nichts. Okay, 1, 2, 3. Ist das rausgeflogen jetzt? Oh, naja, scheiße, wohin? Wo ist denn das hingeflogen? Ey, scheiße. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Aber ich gucke mal, ob ich das irgendwie zusammengeschoben kriege. Dass das da reinpasst, mach die mal weg. Passt es da nicht hin normalerweise? 1, 2, 3. Der ist halt jetzt irgendwo ins Nirvana verschwunden. Ich guck gleich nochmal draußen, vielleicht habe ich ihn auch nur übersehen. Zack. 4. 5. Da war er. Ich habe den nicht gesehen, Leute. Aber er hat uns gesehen. Manchmal findet das Material auch dich selbst. So, jetzt haben wir hier... Wie sehen denn die aus? Ne, das war er übrigens nicht, ne? Ich habe irgendwas... Ich habe die Steinpfeile aufgesammelt. Schade, der ist weg. Keine Ahnung, wo der hin ist. Eine Möglichkeit haben wir noch. Dass er nach oben geklitscht ist, eher unwahrscheinlich, ne? Nee. Ja komm, dann machen wir nicht lang rum. Dann brauchen wir nochmal 4 Plastik. Ne, 5 jetzt, gell? Guck mal hier nochmal kurz rein. In die Rohstoffe. 3 Ölkännchen. Und 5 Mulch. Ne, dann muss ich den Öldinger erst aufbauen. Scheiße. Schade. Gehen wir nochmal kurz nach oben. Ich habe nur 6 Ölkännchen, ne? 1, 2, 3... Da kommt aber nur eins raus, glaube ich, ne? Hä? Überhitzung? Warte mal, warte mal, warte mal. Wegen was? Wegen dem Helm? Kurzer Moment. Habe ich nicht gewusst, dass der Helm... Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich dachte, es wäre eher so ein... Kann ich den unten reinmachen? Jo. Alles klar. So. Ja, da müssen wir Ölkännchen produzieren. Aber wir können ja in der Zeit, wo der Ölsauger läuft, brauchen wir ja die Wasserpumpe nicht angeschalten haben, ne? Immer noch überhitzt? Muss ich jetzt tatsächlich... Ist das das erste Mal, dass wir... Wo war es denn jetzt gerade so heiß? 39. Ey, innen drin heizt es auf wie Sau, guck mal. Das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Okay, weiß ich da auch Bescheid. Ich will ganz kurz die 3 Kännchen und den Mulch. Ja, also müssen wir die Maschine aufbauen. Schade. Aber da gibt es Schlimmeres. Was fehlt uns für die? Eisenbarren, Kobalt, siehst du, 15 Aluminium. Die haben wir nicht. Und die mechanischen Teile, 15 Aluminium und Eisenbarren. Wie weit ist denn unser nächster Rundgang entfernt? Weil dann haben wir genug Alu. Ja, ein Viertel erst. Dann würde ich sagen, ich fülle die Holzregale wieder auf bis zur nächsten Runde. Ja?
Dann machen wir in der nächsten Runde jetzt einfach weiter. Ich besorge wieder ein paar Materialien, sodass wir eventuell die Erzrunde gemeinsam machen. Da hole ich euch während dem Erze einsammeln ab. Und dann gehen wir gemeinsam zurück und bauen fertig. Weil den hätte ich jetzt schon gerne gehabt hier, der Kollege. Den hätte ich schon gerne gehabt. Ja, guck mal. 3 Kupfer und 25 Eisen. Das bereite ich vor. Dann haben wir den Kühlschrank. Was wir dann auch noch hier brauchen, ist natürlich, den können wir schon mal platzieren, wenn es geht. Dann braucht man natürlich hier auch so ein extrem schönes Lichtchen. Und dann passt es. Dann wird es auch. Und die machen wir auch morgen fertig. Also, dann steht es fest. Morgen schauen wir, dass wir hier oben die Dinger fertig kriegen. Einpflanzen entsprechend schon mal. Kann ja jetzt in Zukunft auch drin wachsen. Hier draußen mache ich mal gar keinen Stress. Wenn der Winter kommt und die verdorren, ist okay. Und im Sommer ziehe ich einfach neue Samen durch. Das wird. Meine Lieben, schöne Runde war es. Sehr effektiv. Guck dir das an. Paradiesle. Ein kleines Paradies. Haben wir geschaffen. Okay. Sag mal, kann man die Waffe eigentlich auch mit irgendeiner Taste wegstecken? Geht nicht, ne? Nur wenn man irgendwas macht, glaube ich. Dann packt er die weg. Je nachdem, was man macht, ne? Wenn ich in so eine Kiste gehe. Ne, wenn du Holz holst, macht das meistens. Ich muss noch mal ganz kurz. 39 Grad. Und wenn ich im Gewächshaus bin, sind es weniger, ne? Was ja nicht wirklich logisch ist, weil da normalerweise, ne? Egal, es läuft, meine Lieben. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.